Hallo meine Lieben, heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch und zwar wie ihr eure iPhone-Hülle selber gestalten könnt mit den einfachsten Mitteln. Diese schönen Sachen sind dabei rausgekommen und es ist super einfach und das werde ich euch heute zeigen, wie es funktioniert. Also viel Spaß! Als erstes benötigen wir eine Cutterunterlage, dann brauchen wir einen guten Cutter, eine gute Papierschere, einen dünnen Bleistift, da habe ich hier so einen TK-Stift genommen. Dann ein Stück Karton, falls ihr gerne euch eine Vorlage machen möchtet. Und natürlich eure iPhone-Hülle oder die Hülle eures Handys sozusagen, die ihr benutzen möchtet. Dann benötigen wir noch Scrapbooking-Papiere, Farben und Muster eurer Wahl, was ihr da habt, was ihr gerne benutzen möchtet. Ich habe mir diese paar hier rausgesucht. Mein Tipp ist auch immer, wenn ihr bei Lidl oder Aldi mal hin und wieder guckt, die haben solche Papiere dann im Angebot und da hat man gleich mehrere verschiedene Farben und damit kann man auch immer sehr gut basteln. Als erstes müssen wir uns das vorzeichnen. Dafür nehmen wir das Handy, legen es auf das Papier und zeichnen mit dem Bleistift vorsichtig drumherum. Lasst euch da ruhig ein bisschen Zeit, weil es kann passieren, dass ihr da ein bisschen wegrutscht und dass es nicht beim ersten Mal klappt. Deswegen ganz ruhig und gemütlich einfach mal drumherum zeichnen. Als nächstes müssen wir es erstmal ganz sauber ausschneiden. Auch da könnt ihr euch etwas Zeit lassen, damit es gerade und ordentlich wird und nachher richtig schön aussieht. Wir können natürlich mal testen, ob es jetzt schon in die Hülle passt und ich finde, das sieht sehr gut aus. Und das Letzte, was wir jetzt benötigen, ist, dass wir dieses kleine Fensterchen oben ausschneiden müssen und das machen wir jetzt. Nun halten wir das Papier ganz dicht an die Hülle und zeichnen einmal ganz dicht am Rand, einmal drumherum, damit wir wissen, wo wir das Fensterchen gleich ausschneiden müssen. Nun brauchen wir das einfach nur noch auscutten. Und das sollten wir ganz vorsichtig und mit Bedacht machen. Dann wird das richtig schön und präzise und so ist es dann fertig. Eventuelle Bleistiftränder könnt ihr ganz einfach mit einem Radiergummi wegradieren. Nur aufpassen, dass ihr das Papier dabei nicht verknickt. Ich finde, sie ist richtig schön geworden und es ist mal was anderes als immer diese Standardhüllen, die jeder hat. Ihr könnt damit so viel eigene Sachen machen und die jederzeit auswechseln, wenn euch danach ist. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Tipps, was ihr noch alles machen könnt. Mit einer Schablone könnt ihr zum Beispiel auch super geniale eigene kreative Motive wählen. Und zwar zum Beispiel selber Manga zeichnen oder das, was ihr eben zeichnen mögt. Wenn ihr Zeichnen nicht so gut könnt, dann kann ich euch auf jeden Fall persönliche Bilder empfehlen. Ich habe hier zum Beispiel welche von meiner Katze gewählt oder von meinen Sachen. Der letzte Urlaub, auch sowas sind richtig tolle Ideen. Und wenn ihr nicht zeichnen könnt, aber ihr wollt auch nicht eure Mangas zerschneiden, es gibt diese einfachen Hefte immer gratis an jedem Zeitschriftenhändler. Und da könnt ihr zum Beispiel auch wunderbar irgendwelche niedlichen Manga-Motive wählen. Ja, und so könnt ihr das dann aussehen. Ja, und das war's auch schon mit dem ganz einfachen Do-It-Yourself. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, habt schöne neue Sachen gelernt, die ihr machen könnt. Ich kann mich jetzt gar nicht richtig entscheiden, was ich als erstes in mein Handy machen möchte. Und wenn euch sowas nicht gefällt, dann könnt ihr natürlich immer noch Sachen selber zeichnen. Ich habe hier diese Motive auch nur abgezeichnet. Also wenn ihr nicht selber zeichnen könnt, könnt ihr natürlich auch etwas abpausen oder ihr nehmt einfach aus eurem Manga oder aus eurer Zeitschrift ein Lieblingsmotiv, was ihr gut findet. Sollte euch das Papier doch zu dünn sein, könnt ihr es natürlich einlaminieren. Oder ihr könnt was hinterkleben wie eine feste Pappe. Aber ich finde zum Beispiel das gar nicht nötig, weil die Hülle ja das Ganze doch schützt. Ganz besonders gut gefallen mir auch die personellen Sachen. Also wenn ihr zum Beispiel die Haustiere habt oder irgendein Foto von euren Lieben oder vom letzten Urlaub, das finde ich auch eine richtig schöne Idee, ins Handy reinzumachen. Und es geht super einfach, als sowas aufwendig irgendwie bedrucken zu lassen. Ich habe meiner Schwester zum Beispiel eins mit ihrem Pferd geschenkt.
Ja, und weil ich beim Basteln so viel Spaß daran hatte, dachte ich mir, ich möchte eine solche Hülle an euch verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir einen Kommentar hinterlassen mit eurem Smartphone-Modell und eurem Motivwunsch. Das kann was Eigenes sein oder gerne was von mir. Das Ganze wird eine Woche gehen. Das Gewinnspieldatum werde ich euch hier einblenden. Alle Informationen findet ihr dazu nochmal in der Infobox. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Werke auf Instagram und Facebook sendet mit dem Hashtag Becky Lemon. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen kreativen Tag. Bis dann. Tschüss.